Hallo zur Bruce Lee Folge 27 mit dem Titel China, James Bond Nummer 3. Interessant, dass Tom Bliga selber ein Buch geschrieben hat und das heißt eben die Reisen über die Bergspitze, also wenn man quasi in seinem Lebensziel angekommen ist und Berg ist ja da, wo Gott ist, ne? Also wo Gott seine Gebote gegeben hat auf dem ganz hohen Berg. Auf der Rückseite dieses Buches stehen also verschiedene Lebensstationen drauf, unter anderem seht ihr dann unten links natürlich dann hier auch Bruce Lee. Und deswegen habe ich auch so einiges an Informationen mir anlesen müssen im Laufe der ganzen Zeit, was da jetzt so Hintergründe und Menschen alles betrifft. Und sein Mentor, sein Förderer ist Blake Edwards. Blake Edwards ist ein ganz bekannter Filmregisseur. Das heißt, wir haben jetzt hier eine interessante Kombination. In 1971 gab es einen James-Bond-Film, der hieß dann zu Deutsch Diamantenfieber. In Englisch heißt er Diamonds Are Forever, also Diamanten sind ewig. Mit dem letzten Mal, wo dann eben James Bond dann gespielt wurde von Sean Connery. Und da ist in einer Szene hier drin, so wo James Bond quasi dann so durch eine Kulisse läuft, der Mondlandung. Und das fand ich ja schon sehr, sehr mutig, dass eine englische Produktionsfirma die Amerikaner so ein bisschen veräppelt, ne? It's called Diamonds Are Forever. Sean Connery, last time as James Bond. Jemand im Internet hat einen Kommentar dagelassen dazu und hat dann gesagt, Mensch, also Ken Adams, der war der Produktionsdesigner von diesem Film und interessanterweise war der auch der Produktionsdesigner von Stanley Kubrick. Na ja gut, wenn man das in Verbindung bringen möchte, bitteschön. Ich habe da noch ganz andere Verdächtige im Kopf, aber gut. Vielleicht gucken wir uns den Ausschnitt einfach mal an. Schaut doch mal, das ist jetzt gerade mal 2 Jahre nach der angeblichen Mondlandung, ne? Und die Erde ist doch falsch dargestellt, also jetzt viel zu viele Wolken. Ne? Aber gut, okay. Ja, so sieht's aus, ne? Und ihr glaubt, das ist jetzt ein Zufall, dass sie das dann so 1,5 bis 2 Jahre später machen, nachdem die Mondlandung dann abgedreht worden ist. Wer außer Freimaurer dürfte denn jetzt einen Freimaurer-Film veräppeln? Aber Stephen Roach, der einen Kommentar hier gelassen hat, hat hier eine Aussage getätigt, die ich noch nicht überprüft habe. Das kann ich ja noch machen. Er hat gesagt, Ken Adams war der Produktionsdesigner von dieser Szene und interessanterweise war der auch der Produktionsdesigner von Stanley Kubrick. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee käme, dass Stanley Kubrick hätte irgendetwas damit zu tun, obwohl er mal von NASA-Verantwortlichen wohl besucht worden ist. Aber die mussten halt einfach nur ein paar Tipps von ihm bekommen. Ich habe noch ganz andere Menschen da im Verdacht. Aber gut. Das sind ja alles nur irgendwelche Zufälle hier auf jeden Fall, ne? Also auch jetzt die Geschichte jetzt mit der Spahn-Film-Ranch, Movie-Ranch und dem Hollywood-Produktionsbus, der da jetzt zur Verfügung stand für die Manson-Familie, ne? Ich denke, das sind alles nur Zufälle. Auch dann so Polizisten, die dann einfach so einen Sheriff hinten draufgeklebt haben und mit so komischen Sachen rumlaufen da. Das ist alles nur ein Riesenzufall. Ja, dieser Film mit Marilyn Monroe, also hier Blondinen bevorzugt, spielt auch auf der Spahn Ranch. Marilyn Monroe, MM gleich 33. Filmed at the famous Spahn Ranch, later used by the Manson family of Charles Manson, where he allegedly was being arrested. Hier seht ihr die Terroristen hier schwer bewaffnet, also ohne Waffen hier, die einfach jetzt hier auf dem Boden sitzen. Heutzutage sitzen auch viele Terroristen auf dem Boden, die haben sich also sogar festgeklebt dann neuerdings. Also es wird alles besser irgendwie.
So, das sind also dann so die brutalsten Killer, die man sich überhaupt vorstellen kann. Natürlich haben sie sich eine Fernsehrange ausgesucht als Versteck, klar, ne? Die leben nicht irgendwie in der Höhle oder so, sind ja nicht in Afghanistan. Ne? Nein, in den Vereinigten Staaten leben die Terroristen auf Filmrange. Gerade die James-Bond-Filme, die machen unglaublich viele Anleihen an die wahre Hintergründe. Also jetzt hier mit Onassis und haben wir ja auch gesehen, die ganzen Beispiele in der letzten Folge, dann mit Goldfinger und John F. Kennedy. Und die ganzen Leute sind natürlich auch verbunden. Es gibt also in Hollywood eine ganze Menge Italiener zum Beispiel, die also jetzt da ganz stark mit der Politik verwoben sind. Beispielsweise Francis Ford Coppola, Apocalypse Now ist ja bekannt, ne? Oder jetzt auch hier, der ist auch Freimaurer, Phi Beta Kappa. Der hat für den Jesuiten Jerry Bond gearbeitet, den Gouverneur von Kalifornien, der in Laurel Canyon gelebt hat und ein Freund gewesen ist, nämlich von dem anderen Kultführer Jim Jones. Aber das sind natürlich alles nur Zufälle. Es gibt so viele Zufälle da, das kannst du dir gar nicht mehr ausdenken. Alles Schauspieler, ob das der Jackie Lee Kennedy war oder was, sind alles Schauspieler. Leute kriegen alle Geld, dass sie die Öffentlichkeit an der Nase herumführen. So, mein Punkt ist, dass alles kontrolliert ist, sowohl der Hauptstrom als auch der alternativen Medien, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und diese wenigen Ausnahmen müssen dann natürlich dann restriktive Maßnahmen über sich ergehen lassen. Im Augenblick, glaube ich, ist das jetzt, was ich jetzt hier mache, immer noch viel zu unbedeutend. Aber mein Beitrag würde sicherlich nicht im ersten Fernsehen laufen. Ja, Google und so weiter, die benutzen natürlich dann auch alle ihre ganzen Klischees und ihre ganzen Geheimsprachen mit den Chakren und auch mit vielen anderen Sachen auch. Ist ja auch dieselbe Geschichte wie bei dem 007-Symbol jetzt hier, eben genau diese Brille oder diese Signatur von dem Alchemisten, Okkultisten, Magier, Astrologen und tausend anderen Sachen auch, John Dee. Also, man könnte auch genauso gut sagen, GOO, also Google, steht für 007, weil G einfach der siebte Buchstabe des Alphabets ist. Ne? A, B, C, D, E, F, G ist 7. Ne? Google oder so. Ne? Ja, und der Sohn von Kain, Tubal-Cain, ist dann eben dann auch derjenige, der in dieser abgefallenen Linie von Kain biblisch sich befindet und deswegen auch die Lizenz zum Töten hat. Ja. Das ist ja klar. Guck mal, Kain war der erste Mörder auf der Welt, ne? Und James Bond rennt immer mit einer Pistole rum und hat doch die Lizenz zum Töten. Der wird von seiner eigenen Regierung gedeckt, egal was der macht, der wird von seiner eigenen Regierung gedeckt. Und die Menschen erwarten anscheinend da von so einem Geheimdienstfilm, dass Leute umgebracht werden. Deswegen ist alles eine Schauspielerei. Auch jetzt hier die Geschichte der Ankündigung jetzt hier, dass John F. Kennedy jetzt angeschossen ist und so weiter, hier von dem News-Anchorman, also hier von dem Nachrichtensprecher und so, der ist selber auch in der Freimaurerei unterwegs. Also es sind alles dieselben Geschichten. Es ist alles eine komplett abgekartete, eingetütete Geschichte bei Kennedy. Walter Cronkite heißt der übrigens. Aber ist jetzt auch egal. Die Produzenten von James Bond Filmen, das ist immer so die Familie Broccoli gewesen. Erst der Papa, der heißt auch noch Romolo wie Rom, Albert Romolo Broccoli, und der hat auch für Howard Hughes gearbeitet. Und Howard Hughes heißt genau wie Hugh Hefner und Howard Hunt HH88. 88 ist ein Code für Merkur. Das bezieht sich dann da. Das ist jetzt auch wieder, das weiß auch kaum einer. Das bezieht sich jetzt da auf die angebliche Umlaufgeschwindigkeit dieses Planeten. Diese Barbara Dana Broccoli, das ist dann die Tochter von ihm. Die ist natürlich Commander of the British Empire, also jetzt auch geadelt. Das heißt, sie ist eigentlich im selben Rang wie dann die fiktive Figur dann James Bond. Und eigentlich ist sie dann auch eine Geheimagentin, weil das Adelsprädikat heißt, dass du in einem Elitezirkel bist und deswegen auch natürlich auch Geheimnisse weißt. Deswegen sind eigentlich alle Menschen, die so einen Titel haben, sind Geheimagenten. Die sind in einer geheimen Agent oder Agenda unterwegs. Und diese Familie Broccoli produzierte eben die James Bond Filme, zumindest die, die wir uns jetzt angucken. Alles nur Zufälle. Und Barbara Broccoli, die Tochter, ist sogar jesuitisch geschult worden. Das wird, der Mann heißt auch noch Romulo, der Papa von ihm, also der Papa von ihr, Entschuldigung. Direkt Rom. Ach ja, in den Pinewood-Studios, Tannenzapfen, also heiliger römischer Baum, ist immer dasselbe alles. Sind alles ganz papsttreue Menschen.
So, wir haben jetzt eben den Ausschnitt gesehen hier aus dem 71er Film Diamonds Are Forever. Und meine Hypothese wäre jetzt ganz simpel die folgende: Wenn doch jetzt die Geschichte mit Kennedy ein Jahr später in Goldfinger so ein bisschen persifliert wurde und wenn doch jetzt die Geschichte mit der Mondlandung etwas über ein Jahr später so ein bisschen persifliert worden ist in Diamonds Are Forever, kann es nicht sein, dass die Geschichte um Bruce Lee so circa ein Jahr später persifliert worden ist, auch von James Bond. Ja, der wahre Umbrella Man hier, ne? Genau. Und hier die Umbrella Man von JFK. Manche haben ja auch so eine Zahlenaffinität, ne? Manche für 13, so wie James Dean. Ja, und jetzt haben wir hier die Schauspieler, die so tun, als wenn sie gerade auf dem Mond gelandet wären. Aber das hast du ja ganz oft. Schauspieler, die so tun, als ob. Das ist auch in der Politik. Wenn du die Anspielungen in den Filmen verstehst, die sie machen, dann macht das ja richtig Spaß, sich die ganzen Sachen nochmal anzugucken. Gucken wir uns doch mal den Grabstein an hier von Ian Fleming links und hier den Obelisken auf dem Dealey Plaza, der ja für mit den 14 Segmenten jetzt hier für die Segmente steht des zerstückelten Osiris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, natürlich. Und mit der Flamme oben drauf, ne? Mhm. Ja, ja. Dann können wir doch schon mit Fug und Recht sagen, dass der Herr Ian Fleming vermutlich dann auch zu diesem Zirkel der Anbeter Lucifer, Schrägstrich Osiris und so weiter dann gehört hat. Besonders lustig wird das hier bei dem Darsteller Christopher Lee, der jetzt eben in den 1974er Film, in den wir jetzt gleich reingehen, der Mann mit dem goldenen Colt, den Bösewicht gespielt hat. Der Gag ist, dass er nämlich ein wirklicher Geheimagent war im Zweiten Weltkrieg und wenn er einmal einer bist, haben wir ja festgestellt, oder ich zumindest festgestellt, dann bist du immer einer. Und er hat jetzt angeblich ein seltsames Hobby, er sammelt Abzeichen von Geheimdiensten und deswegen bereist er dann immer so die Geheimdienste in aller Welt und Polizeistationen und so. Und das glauben die Leute, das glauben die Menschen. Und hier hat er eine Identifikationskarte gezeigt, hier beispielsweise in dieser Fernsehsendung hier. Christopher Lee spricht über Geheimdienste oder über Special Forces, also über Geheimkommandos und Spezialeinheiten und bekommt ein unfassbares Geschenk. This is the grave of Ian Fleming, who wrote the James Bond novels. Und bevor ich das vergesse jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich später nochmal sage, das sind vertauschte Rollen hier. Derjenige, der jetzt hier der Geheimagent ist, ist nur ein Schauspieler. Und der jetzt hier den Schauspieler mimt, Christopher Lee, ist in Wahrheit ein Geheimagent. Ja, ja. Aber Geheimagenten sind auch immer die Bösen. Christopher Lee hat selber mal gesagt, ja, er hat immer seinen Ausweis dabei, dass ihn eben als ein Mitglied eines Geheimdienstes da ausweist. Ein Membership Card hier, was auch immer das ist, kann natürlich auch wieder ein Fake sein. Aber das würde bedeuten, dass wenn das Ding echt ist, dass er dann immer noch beim Geheimdienst ist, beziehungsweise dass ihn das ausweist, dass er beim Geheimdienst war, zu Deutsch ist, öffnen ihm dann so einige Türen, die ein normaler Schauspieler nicht öffnen kann. Special Air Service. Ja, und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du da jetzt hier eine Sache hast, die jetzt so komisch ist wie bei Christopher Lee, es gibt doch noch andere Menschen, die eben viel zu viel wissen oder viel mehr wissen. Und er hat sogar mit Studenten von Bruce Lee zusammengearbeitet, hier mit Joe Louis, 1979, in Jaguar lebt. Ne? Das hat mit einem Geheimagenten zu tun, der gegen einen internationalen Drogenring kämpft. Ich denke, oh, es gibt doch kein anderes Thema mehr hier, oder? Wenn wir im Fall von Bruce Lee, von James Bond sprechen, dann sprechen die meisten Menschen über den 1969er Film, der ein Flop geworden ist, namens Im Geheimdienst Ihrer Majestät on Her Majesty's Secret Service, der einzige James-Bond-Film, der mit George Lazenby, einem Australier, gedreht worden ist, angeblich weil der George Lazenby ja so gut aussah. Der spielt aber in der Schweiz. Das ist ein kleiner Staat, der immer neutral geblieben ist, der also nicht in die Kämpfe des Ersten und Zweiten Weltkrieges mit reingezogen worden ist und der also einen speziellen Status hat, der auch nicht in der Europäischen Union drin ist, der immer schön fein raus ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein Staat, der eben von den damaligen überbleibenden Tempelrittern gegründet wurde. Da haben sie dann auch teilweise wohl ihre Schätze versteckt, was dann erklären dürfte, warum die Schweiz so wohlhabend ist. Oder warum es da so viele Agenten gibt und beides.
Und diesen Film hat er zusammen mit Diana Rigg gemacht in der Rolle der Emma Peel, die ja da mit Karate arbeitet und eigentlich so in dieser Fernsehserie The Avengers, also das hat mit dem römischen Kriegsgott Max zu tun, dann da immer auftritt. So, James Bond rettet jetzt hier eine Frau am Strand, die gerade sich umbringen will, und dann hat er sie später in einem Casino getroffen und ja, die üblichen Sachen. Er rettet also dann alle und muss dann irgendwie so den bösesten Verbrecher aller Zeiten dann besiegen, der dann diesmal in der Schweiz residiert und auch noch lustigerweise Teddy Savalas heißt, also so ein Glatzkopf, ne? Glatze gleich Aleister Crowley. Mhm. Aber am nächsten Morgen ist hier Bond gekidnappt worden durch viele Menschen und so weiter, und dann muss er dann eben den Mark Ange Draco dann treffen. Draco ist natürlich klar, so wie Dracula, also hier Dragon, ja. Den Kopf des europäischen Kriminalsyndikats, ein Syndikat, guck mal, genau wie in Game of Death hier, ne? Syndikat Uniono Corse. Draco sagt, dass Tracy, die er gerettet hat, seine Tochter ist, und hat ihr 1 Million Pfund geboten, wenn er sie heiratet. Und Bond hat gesagt, nö, ich habe gar keine Lust auf heiraten. Aber er hat sich damit einverstanden erklärt, um jetzt eben die Romanze fortzuführen, um mit dem bösesten Verbrecher aller Zeiten ernsthaft Rob Blofeld dann da zu jagen, der ja natürlich eine Glatze hat. Bond hat dann versucht, den Herrn Blofeld aus der Schweiz rauszulocken, aber das hat dann nicht funktioniert und so weiter und so fort. Dann ist eben dieser Herr Rechtsanwalt, war ich schon, Geheimagent Bond dann eben zu dem Blofeld gefahren in der Verkleidung eines Genealogisten, der also jetzt so Familienbäume und alles da so überprüft, ob nicht denn der böseste Gangster aller Zeiten auch einen Anspruch hätte auf einen Adelstitel, ne? Das muss ja so wichtig sein, einen Adelstitel zu haben. Naja, und dann ist er eben dann zu seiner Firma gefahren oder zu seinem Institut gefahren, und der hatte eine Allergieuntersuchungsinstitut auf dem Piz Gloria in den Schweizer Alpen. Mit 12 jungen Frauen, die so quasi seine Todesengel sind. Eigentlich eher so seine Jünger, ne? Oder Jüngerinnen, gibt's sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann alles wieder irgendein anderer Käse. Und es geht halt nur darum, dass jetzt hier dann so ist, dass diese ganzen Engelchen hier, ne, so wie drei Engel für Charlie, diese Engelchen jetzt hier die Welt bereisen sollen mit tödlicher Fracht und dann eben die Menschheit anstecken und dezimieren soll. Das ist sehr aktuelles Thema eigentlich, glaube ich. Die wollen also dann bakteriologische Kriegsführung dann durchführen in der ganzen Welt. Und darum geht es, dieses Allergieinstitut. Also es gibt tatsächlich böse Menschen auf der Welt, erfahren wir jetzt hier durch einen Bond-Film, die also tatsächlich nach außen eine gute Absicht haben, um jetzt Forschung zu machen, damit Menschen gesünder werden, aber dann eigentlich die ganze Welt dann hier anstecken wollen und vergiften wollen und so, ne? Weil es muss echt so komische, böse Menschen geben. Also ich zum Glück kenne keinen persönlich, aber vielleicht fällt ja euch jemand ein. Da habe ich mir so ein paar Standbilder hier mal rausgeguckt, die ich so lustig fand, weil Playboy, wo dann Frauen als Tier dargestellt werden, also als zu jagende Hasen. Das ist jetzt auch eine Geschichte jetzt hier, wo man dann Leute abfischt und dann so dressiert und so. Hugh Hefner, haha, 88 Playboy, steht dann im Verdacht, auch mit der CIA und allen zusammenzuarbeiten. Er liest natürlich diese Zeitschrift, genau wie ich früher, natürlich nur wegen der Witze. Playboy ist eigentlich ein pornografisches Magazin, 1953 gegründet. 1953 ist das Ursprungsjahr von Mind Control, also mentaler Kontrolle. Ja, auf dem ersten Titelbild dann direkt Marilyn Monroe. Schmetterling. So, Hugh Hefner, haha, gleich 88, spielt den Howard Hughes Archetype, das Kind in dem Zeitalter von Horus, also Horus selber eigentlich, dieses spielende Kind, also Playboy heißt ja das spielende Junge eigentlich, ne? Muss man sich immer überlegen, warum heißt denn Playboy Playboy? Eigentlich zielt er ja auf die ältere Generation ab, also ab 18, ab 666, die dann ja solche Magazine kaufen darf. Und eigentlich müsste das ja dann Playman heißen, heißt aber Playboy, weil es eben nach Horus genannt ist, nach der ägyptischen Trinität, nach dem Kind der ägyptischen Trinität. Und das ist interessant, ne? Überleg mal einfach Folgendes: Hugh Hefner, haha, bedeutet 88, Howard Hughes bedeutet auch 88. Und was wir in dem James Bond Diamantenfieber da gesehen haben, diese Firma, wo ja dieser Mondlandefilm gedreht worden ist, die gehört einem sogenannten Willard sowieso, auf jeden Fall WW, ich komme auf den Namen jetzt nicht, echt nicht. So, und WW ist dann genau dasselbe wie MM, nur rumgedreht, also auch wie Marilyn Monroe, dann auch wieder 33 Freimaurerei. Ist immer dasselbe, ne? Ist immer dasselbe. Willard White heißt der.
Mann. Also auf die ganzen Namen ja nicht kommen. Ja, da haben wir hier ein schönes Standbild. Ne? Willard White, WW, sowie Marilyn Monroe nur umgedreht, 33. Auch wieder ein Hinweis auf Freimaurerei. Die Tochter von Hugh Hefner hat auch mit einer griechischen Buchstabensozietät zu tun, also Freimaurer ähnlich. Das kann ja mit MKUltra auch zu tun haben. Dann habt ihr hier den nächsten Hinweis in diesem Etablissement. Da habt ihr jetzt hier so einen masonischen Flur, also das heißt so ein Freimaurer-Thema, schwarz-weiß gescheckerter Boden. Jetzt sind sie dann aber inzwischen schon in der Schweiz, wie man sieht. Ich habe leider keinen besseren Hintergrund, weil das oder keine bessere Qualität, weil meine Filmkopie doch recht alt ist. Ja, dann haben wir hier den Volkswagen Käfer, der auch mit der ägyptischen Mythologie natürlich zu tun haben. Der ist der Käfer Khepri, der den Beatles ihren Namen gab. Ja, zwei Skiträger auf der linken Seite, okay. Sind wir endlich im Etablissement des größten Superschurken aller Zeiten, im Jahre 1969, der ein Emblem hat, ein Wappen hat, was mich dann doch sehr stark an die an den römischen Doppeladler, auf jeden Fall wieder an Adler erinnert. Von daher sind wir wieder genau in dem Bereich unterwegs. Lustigerweise hat jetzt der Herr Bond, George Lazenby, das ist ja der, der angeblich im Miramar Hotel auf Bruce Lee gewartet hat und der nie gekommen ist, der hat jetzt hier 1969 da jetzt sich verkleidet als Forscher von Stammbäumen und dann hat er da jetzt so ein Kostüm an wie ein Schotte, also Schottenrock und so weiter und so fort. Ne? Also ich meine, da es sowieso in der Bibel verboten ist, sich anzuziehen wie eine Frau, aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er ist Schotte. Schotte. Schottischer Freimaurer, Ritus 33 Grad und so weiter und so fort. Auch wieder eine lustige Andeutung. Abgesehen davon haben wir da noch mehr drin. Ja, das sind alles die ganzen Geschichten hier. Die Beatles, die nach wahrscheinlich Alistair Crowley benannt worden sind, weil die Beatles ja auch auf ihrem Salt and Pepper Lonely Hearts Club Band Album den Alistair Crowley ganz prominent oben links platziert haben. Ja, und später heißt dann seine Band nicht mehr Beatles, sondern Wings. Ja, und das ist genau dieselbe Geschichte wie jetzt hier, der geflügelte Käfer, ne, The Winged Beetle. Ne? Also einmal heißen die Beatles und dann heißen sie Wings. Ah, es ist immer dasselbe. Aber da musst du erstmal drauf kommen, auf sowas, klar. Das ist jetzt der Bösewicht, der durch Telly Savalas gespielt wird, den man ja kennt in Deutschland durch Einsatz in Manhattan. Inspektor Kojak, glaube ich, hieß er da. Ja, und der ist doch relativ nah dran an Alistair Crowley von der Optik, oder? Ja, alle diese ganzen Leute hier mit Glatze und so, die sind doch einigermaßen so wie eine Blaupause sozusagen hier, Telly Savalas, wie Alistair Crowley. Ja? Mal zum Vergleich. Ja, Ian Fleming hat doch gedacht, auch Mensch, also Alistair Crowley, der wird einen super Schurken abgeben. So, der hat also allen Ernstes in Englisch gesagt, hier, we are here to create vaccines to be modified. Also, Moment mal, er ist dafür da, damit Impfstoffe jetzt hier modifiziert werden. Das sagt er in einem 1969er James Bond Film. Die Mädchen sind gehirngewaschen, um eben bakteriologische Kriegsführung oder bakteriologische Drogen in der ganzen Welt zu verteilen. Und das hat mit Hypnose zu tun, also kann es ja dann doch mit MK-Ultra zu tun haben. Also wir reden jetzt hier von 1969, in demselben Jahr, wo dann halt hier Manson, der angeblich von den Beatles Platten dann seine Aufträge gekriegt hat, jetzt die Rassenkriege da anzuzetteln. Ne? Also das, da muss er erstmal drauf kommen, auf sowas. Er hat gesagt, wir würden gerne absolute Zeugungsunfähigkeit erreichen. Total Infertility. Also wir möchten gerne absolute Unfruchtbarkeit erreichen mit diesen Impfstoffen. Das sagt dieser Film hier 1969, ist kein Spaß. Also von 1969 bis 2019 sind 50 Jahre, 50 Jahre vorher. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Crowley-ähnlicher Charakter erzählte jetzt hier in der Schweiz im Tempelritterland, die päpstliche Leibgarde darstellen für den Vatikanpapst, dass die Aufgabe von ihm wäre jetzt hier, die Menschheit unfruchtbar zu machen mit der Hilfe von modifizierten Vakzinen. Musst du dir mal, da kannst du nicht mal drauf kommen auf sowas. Ne? Also mir fällt sowas nicht ein, aber
Gut, anderen Menschen fällt sowas ein, die mit dem Geheimdienst zu tun haben. Die Knight Templars is telling you that they want to have world dominion. Aber macht ja keine Sorgen, ist ja nur ein Film. Dieser absolute Unfruchtbarkeitsvirus heißt dann Omega. Also der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Na, wie hat nochmal Jesus Christus sich genannt, der gesagt, ich bin das Alpha und Omega. Ja, also zu Deutsch, das ist das Ende. Ne? Omega ist der letzte Buchstabe. Ich habe mir den Film angeguckt, also es geht tatsächlich darum. Ist ja nur ein Film. Und das ist genau dann da, wo George Lazenby dann eben das erste und auch das letzte und auch das einzige Mal James Bond spielt. Ja, und eigentlich spielt er der Geheimagent dann den Menschen, der halt eben dann so wie Aleister Crowley oder wie John Dee eben Geheimagent ist und eben die Lizenz zum Töten hat. Die Lizenz zum Töten bekommen übrigens alle regulären Soldaten auch, ne? Von ihrer Regierung, wenn Krieg wäre. Fand auch schön, dass sie ja alles so orange gekleidet sind. Orange ist dann Hochgrad Freimaurerfarbe, aber das kann alles auch ein Zufall sein. Aber wahrscheinlich mögen sie alle die Farbe. So, hier hat jetzt der George Lazenby die angenehmen Aufgaben seiner Schauspielerei und jetzt da war eben die Diana Rigg küssen. Ja, wenn das ein Ford ist, und das ist, glaube ich, ein Ford, den sie jetzt hier finden, das Fluchtauto, dann hat es mit Henry Ford zu tun, der auch wieder 33 Grad Freimaurer ist. Ja. This is Diana Rigg, which you know from the Avengers. Diana Rigg. Und da die Schöne jetzt hier dann gefangen ist in den Fängen des Oberschurken und grandiosesten Bösewichts, der die ganze Welt jetzt hier unfruchtbar machen möchte, muss James Bond sie natürlich befreien. Das macht er, indem er jetzt auf große Hose macht und dann jetzt drei Hubschrauber dann mitnimmt und dann in den Luftraum der Schweiz eindringt und dann eben dann da auf diesen Berg fliegt, um die Holde zu befreien. Und das sind die Hubschrauber. Und jetzt kommt da ein Funkverkehr und die Schweiz verbittet sich dann hier das Überfliegen ihrer Hoheitsgebiete und hat gesagt, ja, sie haben hier den Schweizer Luftraum betreten, identifizieren sie sich. Und dann sagt James Bond und seine Truppe sagen dann ganz einfach, ja, wir sind im Auftrag des Roten Kreuz unterwegs und haben also dringende Sachen, die wir nach Italien bringen müssen. Ja, Auftrag des Roten Kreuzes. Rotes Kreuz ist die zivile Abteilung der Kreuzritter bzw. der souveränen Militärritter. Rotkreuz ist auch eine Graduierung in der Freimaurerei. Und dass sie ausgerechnet nach Italien fliegen, muss ein totaler Zufall sein, ne? Sieht so ein bisschen aus wie Apokalypse Now, ne? Wir rufen das unidentifizierbare Flugzeug. Und es wird also gelogen, bis die Balken sich brechen, logischerweise. Und am Ende greifen sie dann halt hier dieses böseste Hauptquartier aller Zeiten an. Emma Peel kann sich natürlich selber wehren, die haut einfach einmal drauf und die, nicht, dass sie Demack könnte, ne? Aber, naja. Er hat mich dann doch irgendwie immer sehr stark an Apocalypse Now erinnert, irgendwie. Oder halt jetzt hier der Order der goldenen Morgenröte, ne? The Hermetic Order of the Golden Dawn. Ist immer dasselbe. And Mercury, by the way, is a traveler to the gods. Yeah? So. Ja, die haben also echt allen Ernst gesagt, wir sind jetzt hier auf einem Roten Kreuz, wir bringen Medikamente nach Italien. Müssen ja wahnsinnig Medikamente sein, wenn man da nicht per Auto bringen kann, aber gut. Ja, alles, was mit Schottisch zu tun hat, kann eben Freimaurerei sein. Ne? Und da fiel mir doch ein, es gab doch diesen berühmten, berüchtigten Pathologen da, oder Forensiker, der da jetzt diese Aussage gemacht hat im Fall von Bruce Lee. Denn der hieß doch Donald Tier, der kam doch von Scotland Yard. Ja, und wir hatten doch eben doch so ein Logo gehabt oder so ein Wappen gehabt mit zwei einzelnen Adlern. Wenn der Adler dann zusammen ist und zwei Köpfe hat, dann ist er eben auch das meistbekannteste Symbol des 33 Grad Freimaurer, verrät uns jetzt hier eine Webseite. Das sieht ja auch so ähnlich aus wie das hier, ne? Wobei das ist jetzt nur einer und der hat dann seine zwei Köpfe.
Und das heißt eben hier die Ordnung aus dem Chaos und ist eben dann genau der 33. Grad. Und dann direkt ein Schwert und hat also irgendetwas mit Krieg zu tun. Ja, jetzt fliegen hier, zerbrechen hier Flaschen schon. Sie hat dann den Wächter jetzt hier mit einer abgebrochenen Flasche bedroht, was mich dann sehr stark an Bruce Lee Enter the Dragon dann da erinnert hat. Das ist ein Standfoto aus dem Film. Hier steht unten links, seht ihr da, Versöhnung der Technik mit der Natur. Ich denke auch gedacht, okay, mal gucken, wie das 50 Jahre später heißt. 50 Jahre später heißt es dann irgendwie so nach dem Motto, ja, also seid alle solidarisch und nur zu eurem Besten oder wie auch immer. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Georgia Guidestones. Ja. Vielleicht hat man die auch gesprengt, weil die irgendwie zu ehrlich waren. Ich weiß es nicht. So, also auf jeden Fall, die Gangster entkommen dann da in einem Skibob, auch wieder mit einem Schachbrettmuster. Und die letzte Szene aus diesem tollen Film ist dann eben, dass James Bond natürlich jetzt heiratet in standesgemäß einem Aston Martin, glaube ich, ist das. Und von hinten kommt dann schon das Ungemach in Form eines dicken Mercedes. Ja, wir Deutschen immer die Täter sind, wählt er natürlich direkt ein deutsches Auto, ein Mercedes-Benz, einen dicken, fetten Benz. Jetzt kommt ein Spoiler für diesen Film. Und das Nächste, was er dann macht, ist, dass er oder sie, weiß ich gar nicht, glaube ich, sie, eröffnet das Feuer und er schießt dann seine frisch Angetraute. Dieser Film wurde gedreht von Eon Productions. Eon ist die Göttin der Morgenröte. Hat natürlich ganz viel mit Lucifer zu tun. In der Schweiz und in Portugal. Portugal kennen wir doch von Macau, ne? Die hatten doch Macau dann damals unter ihre Fittiche für hunderten von Jahren. Und in den Tannenzapfen-Studios. Tannen, der heilige Baum der Römer. In London, in England. Da England so eng ist, haben die sich dann auch gedacht, da müssen wir mal die ganze Welt erobern. Nein, das war jetzt ein Gag. Die Produzenten bedanken sich ganz herzlich für die Mitarbeit des Her Majesty College of Heraldik Verein, die Schilthornbahn in der Schweiz und ja, der Ford Motor Gesellschaft. Also dann war es wohl doch ein Ford, ne? Also Ford-Freimacherei mal wieder. Überall, wo ich gucke, finde ich immer die ganzen Zufälle, dass Leute irgendwelche Obelisken aufgerichtet haben. Ja. Ich finde auch den Zufall, dass also jetzt ausgerechnet zum 50. Jahrestag des Todes dann plötzlich ein Schnipsel aus seinem Film auftaucht. Das ist da schon ewig und alt, alles von vornherein klar, wann was kommt. Dann Robbie bei Kennedy dann auch. Ja, dann kommt dann mal die Information, dann kommt jene Information, dann will ein Präsident das veröffentlichen, das geht dann wieder nicht und 8000 Sachen, immer dasselbe. Und ich habe eine Gemeinsamkeit gesehen, nämlich hier bei seinem Gegner von Bruce Lee in Game of Death, der hat oben so ein X auf der Stirn. Ich dachte, das ist aber interessant, ne? Andere Leute haben das auch, ne? Kurt Cobain von Nirvana habt ihr gerade gesehen. Ja, und auch jetzt hier die Manson-Bande. Schau mal, wenn die immer ganz kurz darauf irgendetwas persiflieren. Ja, jetzt frage ich gerade, Brett, was meinst du denn, warum sollte denn jetzt gerade jemand George Lazenby jetzt als super interessanten James-Bond-Darsteller sehen, wenn jetzt gerade vor einer Woche oder zwei in Hongkong dann der aktuelle James-Bond-Film mit Roger Moore rausgekommen ist? Weil vor allen Dingen 1969 war der Lazenby schon, aber 1971 war ja schon wieder Sean Connery. Also wir hatten schon zwei neuere James-Bond-Filme zu der Zeit in Hongkong. Und überall auf der Welt. Ja, ist einfach Blödsinn. Ist absoluter Blödsinn. Ja, 1969 war George Lazenby, 1971 war Sean Connery, 1973 war Roger Moore. So, und die kommen jetzt mit dem alten James Bond von 1969 an, den keiner sehen will. So, 69 Lazenby. 71 dann eben Diamonds Are Forever mit Sean Connery. Und 73 dann eben Live and Let Die von dem Roger Moore, oder mit Roger Moore besser gesagt. So, das ist der aktuelle Stand 1973. So, wen interessiert denn jetzt noch der George Lazenby? 4 Jahre vorher hat er mal James Bond gespielt und der Film ist so verrissen worden, beziehungsweise der Film ist ja nicht so schlecht, aber der Lazenby, den wollte keiner sehen.
Warum hat denn der Lazenby wohl erzählt, dass er komplett pleite war? Weil er so gut gebucht worden ist, weil er so ein Weltstar war oder wie? Oder weil den keiner sehen wollte eben. So, und jetzt plötzlich in Hongkong und so weiter und so fort, war das jetzt die große Geschichte, dass jetzt George Lazenby dann mit einem Film mitspielt mit Bruce Lee. Währenddessen, wenn wir die Aussage von Tom Bleeker Glauben schenken wollen, Bruce Lee gerade ein Angebot mit Elvis Presley dann abgelehnt hat, da will doch niemand mit George Lazenby zusammen spielen, hallo? Man muss sich doch mal wirklich klar vor Augen führen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann muss man sich doch nicht mal den ganzen Tag veräppeln lassen, oder? Man muss da irgendwann mal sein Gehirn einschalten. Und dann sieht man doch die ganzen Geschichten hier mit 33, da muss ja nur den Kopf ein bisschen drehen, ne? Solche ganzen Sachen. Wenn du es einmal weißt, dann kannst du es eigentlich nie mehr verlernen. Und der erste Mensch, der den Mondflug in einem Film festgehalten hat, ist dann übrigens auch Georges Méliès. Mit der erste auch, der einen Ein-Auge-Symbolismus dann daraus gemacht hat. Und vor allen Dingen ist der Jesuit. Ja, wir reden hier von 1902. Das ist ein bisschen länger her, ne? Mit Pentagrammen und so weiter und so fort. Das ist alles natürlich extrem amateurhaft, aber trotzdem irgendwie hat das dann doch einen Charme. Und du siehst sogar hier im Hintergrund, siehst du sogar einen Sonnenkranz. Also genau wie die Jesuiten und die Monstranz in der katholischen Kirche. Ja, Georges Méliès war eben ein Jesuit und hat eben Propaganda für die römisch-katholische Kirche gemacht, die eben die Hure Babylons ist in der Offenbarung der Bibel. Was natürlich Milliarden von Menschen dann total verneinen würden, die der römisch-katholischen Kirche da anhängen. Aber die meisten von denen lesen die Bibel auch nicht. Ja, und diese Schule, wo er dann draufgegangen ist, Louis Le Grand, also Louis der Große, war eben ein Jesuitenkolleg als Stipendiatenheim Collège de Clermont. Früher bekannt als Jesuitenkolleg von Paris. War mehrmals umbenannt worden. Georges Méliès. Ja, also der Creator, also der Schöpfer von Spektakeln in der Kinolandschaft, also Cinematografie. Ja, spektakuläre Aufnahmen. Erfinder von Illusionen. Toll. Der Herrscher des Krebses übrigens. Krebs gleich 6-9, ne? Die zwei Scheren 69, Sharon Tate. Hatten wir ja alle schon. Ja, aber das ist alles ja nur ein Zufall. Ja, dass diese ganzen Sachen, die immer so ein bisschen vorher angekündigt werden, werden dann nachher so ein bisschen veräppelt von der Filmproduktionsgesellschaft. Und die NASA, National Aeronautic and Space Administration, I think it is. Ja, und die NASA ist eben eine militärische Organisation. Genau, eben ein Teil der Vereinigten Staaten Armee, genau wie eben Paul Tate, der Vater von Sharon Tate. Ja, die originale Ursprung von der NASA ist auch JPL, Jet Propulsion Laboratory oder auch Jack Parsons Laboratory genannt, ein Satanist, ein Anhänger von Crowley, der dann für Crowley die amerikanische Division sozusagen da geleitet hat. Ne? So, und wenn die jetzt sagen, die würden jetzt eine Mission machen zum Mars, Mission heißt das Aussenden von Jesuiten und Mars ist der römische Kriegsgott und deswegen heißt das nichts anderes, als dass jetzt Rom im Krieg ist. Da muss man nur anders lesen. Man muss nur wissen, was die Namen bedeuten. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt den ersten Menschen auf den Mars geschickt, dann heißt das, ich habe den ersten Menschen zum Mars geschickt und Mars ist der römische Kriegsgott. Das heißt, wir haben den Krieg angefangen. Deswegen würde ich vermuten, dass wenn also im Fernsehen oder wo auch immer dann die ersten Anzeigen kommen oder die ersten Angaben kommen, dass jetzt irgendein Mensch auf dem Mars gelandet ist und so weiter, dann geht es also echt los mit dem Krieg hier. Ne? Mars ist immer noch der römische Kriegsgott und Rom ist immer noch hier am Drücker, ist immer noch das letzte Königreich. Eine Mission heißt eben Aussenden von Jesuiten. Jesuiten sind die Armee der römisch-katholischen Kirche, die auch die neuen Kreuzritter, also quasi die Militärritter, Malteserritter und so weiter da befehligen. Und Mission Control ist eben ein Team auf dem Boden, die eben für Raumfahrt und alles dann zuständig ist. Aber Mission heißt immer noch Jesuiten. Also von daher ist ein lateinisches Wort. Also ist alles jesuitisch. Die ganze Freimaurerei der NASA-Organisation ist von den Jesuiten beauftragt. Und wenn Stanley Kubrick jetzt hier mit NASA-Verantwortlichen in England rumläuft, haben sich da vielleicht ein paar Tricks geholt, aber dass der Kubrick dann final das gemacht hat und so, keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass es alles halt total gelogen ist. Und vielleicht hat er auch seinen Film
2001, der ist ja vorher gedreht worden als die Mondlandung. Vielleicht hat er auch Dean als Visitenkarte dahinter lassen. Ja, und da die Menschen einfach nur unterhalten werden wollen, finde ich es dann lustig, wenn da so Sean Connery auf dem Mond rumläuft. Diamanten hat übrigens auch etwas mit Lucifer zu tun in Hesekiel 28. Meine Frage, erinnert er dich nicht so ein bisschen an Aleister Crowley? Wenigstens hat Brett gesagt, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen. Ja, so dieser William White ist also dann der Eigentümer dieses White Houses, also dieses Weißen Hauses, ist klar. Kann natürlich auch bedeuten, ja, Freimaurer sind im Weißen Haus, ne? Also das Weiße Haus ist ja auch nach dem Herrn White benannt und nicht nach der weißen Farbe, aber das... Das eine ist die richtige Erklärung, das andere ist immer die Erklärung für die breite Masse, die einfach nur konsumiert und nicht nachfragt. Also wenn du vermutest, dass die Jacqueline Kennedy was mit zu tun hat, dann ist es sehr lustig, dass also dann im Jahr vorher im James-Bond-Film gesagt worden ist, deine Waffe, die du jetzt gerade hast, die ist klein und leicht für die Handtasche einer Frau. Und wie gesagt, das sind alles Anspielungen hier. Also nichts ist eigentlich das so, wie es wirklich ist. Es ist alles nur Schein. Es ist alles nur ein Frame, alles nur eine Geschichte, die da erzählt wird. Wir müssen uns eigentlich alles in Frage stellen, was uns erzählt wird. Ja, aber wie gesagt, das Linke ist natürlich nur ein Film und das Rechte ist jetzt hier eine Messe. Ah, Leute, dass jemand das alles glaubt. Bei den Faktencheckern sagen die, nee, das hat nichts damit zu tun, das ist also jetzt hier falsch... falsch aufgenommen, wird falsch wiedergegeben. Aber die haben ja auf ihrer Atlanta-Messeausstellung wenigstens mal sowas gezeigt und sowas nachgestellt, ne? Am 1.9.69. Das ist gerade mal 6 Wochen nach der angeblichen Mondlandung. Also erstmal haben wir die 69 da drin, von dem Scheren vom Krebs, und dann haben wir natürlich September. September ist der 9. Monat, also eigentlich ist es der 7. Monat, weil Set heißt ja 7. Aber in unserem falschen Kalendersystem ist es ja der 9. Monat. Der 9. Monat, der 1.1.1969, da bist du natürlich bei 911. Eine detaillierte Nachstellung des ersten Gangs auf dem Mond, inklusive authentischer Mondoberfläche mit kleinen Kratern und flachen Steinchen und einer Replika des Landemoduls, ist die Hauptattraktion dieser Südostausstellung, die am 25. September dann eröffnet. Ah, okay. Authentische Mondoberfläche, das ist interessant. Haben die da irgendwie so Schubkarren mitgebracht oder so? Hey, das wird ja immer besser. Oder haben sie den Weihnachtsmann gefragt, dass der das vielleicht aus seinem Schlitten mitnimmt? Ey, das ist ja nicht zu fassen. Dass das jemand glaubt. Und die meisten fallen nur auf den Trick rein, nach dem Motto, ja, wenn die das gefaked hätten, dann hätten noch die Russen noch Alarm geschlagen. Nö, die Russen und die Amerikaner werden beide vom Vatikan kontrolliert. Ach, guck mal, die Fußabdrücke der Astronauten sind auch noch da aufgehoben worden, meine Güte. Nee. Da pflanzen sie dann noch Blümchen, also echt, das ist nicht zu fassen. Den Leuten kannst du alles erzählen, ne? Alles sind alles eben Zufälle. Aber wahrscheinlich ist der Mond aus Käse, wie Wallace und Gromit uns dann glauben machen. Würde dann auch die steigenden Preise von Käse dann auch wieder erklären. Aber warum haben die denn keine Masken und keine Sauerstoffflaschen da an? Ja, Jules Verne hat auch da einen Roman mal geschrieben. Jules Verne ist sehr lustig, weil er wird immer beschrieben als der Vater der Science Fiction. Er hat mit dem Herrn Hetzel zusammengearbeitet, der eine kalte rechte Hand hat und deswegen die Freimaurerpose macht. Also hat das auch wieder mit Freimaurerei zu tun. Anybody wonders?
Houston, we have a problem. No. Earth, we have a problem. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Nee, Erde, wir haben ein Problem. Es gibt so viele Menschen, die alles einfach nur schlucken und alles glauben, was der dämliche Fernseher denen erzählt. Mann. Where to start with all the deceptions here? Apollo 11, yeah, 11. Apollo means the mission of Apollo the 11, yeah. Apollo 11 means the Apollo Freemason mission. Freimaurer im Auftrag der Jesuiten. Ja, manche Sachen sollte man echt auf den Mond schießen. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu der Geschichte mit Bruce Lee und James Bond. Leben und Sterben lassen ist ein 1973er Spionagefilm, der 8. Film von der James Bond Serie und der erste, wo dann Roger Moore James Bond spielt. Also gab es schon einen neuen James Bond. Dann haben sie sich Steve McQueen und Paul Newman rausgesucht, aber haben sich dann schließlich für Roger Moore entschieden. Ja, Roger Moore halt einfach mehr britisch ist als Steve McQueen, würde ich sagen. Da fällt mir doch was auf. Sieht man da irgendwelche Gemeinsamkeiten? In der 1973er Freimaurer James Bond Film Leben und Sterben lassen, hat dann einer der Gangster einen Metallarm oder Metallhand, der also jetzt gerade den Roger Moore jetzt hier bedroht, dass er ihm seinen kleinen Finger dann da zerquetscht. Zwei Filmproduktionsgesellschaften, die Hollywood-Filme produzieren, kommen auf dieselbe Idee? Kann doch nur ein Zufall sein, oder? Und der Bösewicht aus dem James-Bond-Film, von Bruce Lee sozusagen, also auf den Enter the Dragon, hat es auch noch in der linken Hand, also Fahrt der linken Hand. Genau, dasselbe Initiierung wie dann, oder dasselbe Signal wie in den Kung-Fu-Serie da, wo man da vor der linken Hand dann sich da niederkniet oder in den Dreck liegt. Kann man sich noch daran erinnern an diesen Film, den ich ja schon mal gezeigt habe, die 39 Stufen, wo ich ja sage, das ist eine Referenz an die Freimaurer, weil da der verfolgte Mensch, der beschuldigte Mensch, nach Schottland flieht und die 39 Stufen etwas mit der Hierarchie der Freimaurer zu tun haben. Da hat sie mich dann auch wieder eine Anmerkung. Das ist jetzt hier mal die Farbversion davon, die nachkolorierte Version. Durch einen schottischen Autor, der dann auch wiederum Geheimdienstmensch war. Geschrieben ist das von John Buchan, der erste Baron von Tweedsmuir, also der ein ganz, ganz hochrangiger Mensch gewesen ist, der in verschiedenen katholischen Orden drin gewesen ist. Genau wie bei Ian Fleming auch. Ne? Also dieser Mann hat jetzt auch Spionageromane geschrieben, weil er selber ein Spion war. Für das britische Kriegspropagandabüro. Und 1915, also innen, drin, mittendrin im Ersten Weltkrieg, hat er diesen Roman geschrieben. 1916 war dann direkt zu der britischen Armee und zwar im Hauptquartier des Geheimdienstes befördert worden. In beiden Fällen haben sie einen künstlichen Arm, beziehungsweise eine künstliche Hand. Aber in dem Film Live and Let Die ist am 12. Juli 1973 in Großbritannien, also noch vor dem Tod von Bruce Lee. Es kann niemand in dem Enter the Dragon Produktionsteam, was also dann von März bis April ging, 1973, ja, diesen Film schon gesehen haben. Also muss ja irgendjemand dieselbe Idee gehabt haben oder jemanden kannte, der eben auch im Produktionsteam von den James-Bond-Filmen drin war, um halt mit so einer Idee zu kommen, dass also plötzlich dann eben der Schurke so eine Messerhand dann hat, so eine künstliche Hand. So, genau wie als die Produktionsgesellschaft von Bruce Lees Enter the Dragon, also Warner Brothers, Jack Warner ist auch 33 Grad Freimaurer. Wenn ich jetzt aber noch weiß, dass die 39 Stufen durch einen wirklichen Spion geschrieben worden sind und der Jesuitenschüler Alfred Hitchcock hat eben genau diesen Roman dann umgesetzt und hat auch noch dieses Skript jetzt hier noch modifiziert und was passiert denn jetzt genau in der Endszene von diesem Film?
Guck dir die Szene an von Live and Let Die, wo eben jetzt der Bösewicht versucht, den kleinen Finger von Bond zu zerquetschen, wenn er die falsche Antwort gibt. Jetzt sehen wir da jemanden, der im Schatten sitzt, in einer Loge, genau wie eine Geheimloge. Also hinter dem Vorhang auch, ne, wenn man so will. Jetzt leitet sich das Fernglas und guck. So. Und da fehlt eben der kleine Finger. Beziehungsweise er ist verstümmelt. These are no coincidences. Das sind doch keine Zufälle. He's missing the pinky finger of his right hand. Der vermisst genau den kleinen Finger seiner rechten Hand. Und was hat das zu bedeuten? Es gibt da einen speziellen Ausdruck, der heißt Yubitsume. Kommt aus einem japanischen Ritual. Da muss man also jemanden dann bestrafen, indem man halt jetzt einen Teil des kleinen Fingers dann amputiert. Das wird durch die Yakuza normalerweise gemacht, die eben die prominenteste der japanischen Verbrecherorganisation ist, solche japanische Mafia. Meaning that if somebody has lost a part of his limb, part of his finger, part of something else, he can also have a connection to a secret society. Das bedeutet, dass jemand, der diese Deformierung hat oder diese Amputation hat, unter Umständen in einer Geheimorganisation bestraft worden ist. In dem Spielfilm Die 39 Stufen ist genau der Hinweis auf den Kopf der Verbrecherorganisation. Wobei das ja nicht sein kann, weil das ist ja eine Bestrafung. Also eigentlich muss es ja dann auch wieder nur einer sein, der in der Organisation bestraft worden ist, aber auf jeden Fall ein Teil dieser Organisation ist, weil sein Erkennungszeichen eben der fehlende kleine Finger ist oder deformierte kleine Finger ist. And that's been shown here with the sign of the missing pinky. That's shown here in the sign of the missing pinky. And that's what even caused the death of the one who's telling the secrets to the. Und derjenige, der eben das Geheimnis verrät, und die Erkennungsgeschichte ist jetzt auch hier noch eine Melodie. Derjenige, der das Geheimnis verrät, der oben da steht, der heißt Mr. Memory, also Herr Gedächtnis sozusagen, oder Herr Erinnerung. Und Herr ist auch immer falsch, weil Herr sich eigentlich auf Jesus Christus bezieht. Er tauscht jetzt da ein Kopfnicken aus, eine Bestätigung aus mit dem Mann, der in der Geheimloge da sitzt. Deswegen ist für mich die Szene dann immer super prägnant. So, der Mann gibt ihm jetzt ein Zeichen mit einer Uhr und sagt, pass mal auf, denk dran, so und so und so, treffen wir uns. Und er bestätigt das jetzt. Jetzt kommt die Polizei und will eigentlich jetzt hier unseren Helden jetzt da verhaften. Aber im Film klappt natürlich dann alles. And the last question that he asked Mr. Memory as the holder of the secret is what are the 39 steps? So, und jetzt soll er mitkommen und er sagt, nee, ich habe jetzt gerade die Lösung des Falles und ja. Und deswegen geht er jetzt, dreht sich um, reißt sich da los und fragt jetzt da, was sind die 39 Stufen? Die 39 Stufen ist eine Organisation von Spionen, die eben Informationen für das Auslandsabteilung von, und dann konnte er nicht mehr weiterreden. Das ist natürlich auch wieder nur ein Zufall. Wenn du die falsche Antwort gibst, dann verlierst du halt einfach deinen Finger. Und ich fand also die Zeitlinie so interessant zwischen den zwei Filmen hier. Alle beide kommen von 1973. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es so viele Zufälle auf dieser Welt gibt. Nachdem 1971 der Film abgedreht war von 007, James Bond, hatte eben
das nächste Stück Live and Let Die dann Premiere. Und der Drehbuchautor Tom Mankiewicz hatte die Idee, das wo unglaublich gut sein, einen schwarzen Bösewichten zu benutzen, wie eben die Black Panther und andere Rassenbewegungen und so weiter aktiv waren zu dieser Zeit. Und das sind genau diejenigen, die Manson da verantwortlich machen wollte, ne? Charles Manson. Also hat das doch wieder eine politische Dimension. Und dann orientiert sich doch wieder jetzt James Bond so ein bisschen so am Zeitgeschmack oder Zeitgeist. Das sind doch keine Zufälle, das machen die doch absichtlich. Ja, Paul McCartney, schottisch. Die produzieren bzw. die veröffentlichen dann das Weiße Album 5 Jahre nach Kennedy, natürlich auch ein Zufall. Die sind dann angeblich dafür zuständig, dann die Programmierung zu übernehmen, gewollt oder ungewollt für Charles Manson. Der Christopher Lee, der da in dem 1974er Bond mitspielt, taucht dann auf dem Cover von Paul McCartney auf und so weiter und so fort. Das ist alles eine große Familie. Ja, Sergeant Pepper, Beatles, ist dasselbe wie Devil's Pepper bei Polanski. Alle arbeiten zusammen. Keiner fragt da auch irgendwie nach. Susan Atkins springt dann halb nackend da bei der Church of Satan rum. Charlies Engel da, ne? 3 Engel für Charlie. Aber dann für Charlie Manson, also weiß jetzt auch, wie Charlie aussieht. Oh, wir haben uns immer gefragt, damals so klein waren, ja, wer ist denn wohl der Charlie? Ja, ist ja nie drauf gekommen, ist sowas. Ne? Ist genau wie der Charlie, der niemals in 10050 Cielo Drive gesehen wird in der Mordnacht. Ja, aber wie gesagt, die veräppeln dich alle nur hier, ne? Sie veräppeln dich alle nur, sie sagen dir auch, dass sie dich veräppeln. Sie kriegen alle Geld dafür, dich anzulügen. Ja, look at that girl, Susan Atkins. Guck dir mal an, die Susan Atkins, die ja so hart und so kalt und alles gegenüber Sharon Tate gewesen sein soll, ne? Steck dir mal ein Abendkleid und kauf dir mal ein paar Klamotten und einen Friseur, ein bisschen Make-up. Dann hast du den neuen Hollywood-Star, da ist doch alles albern, das ist doch alles Blödsinn, die ganze Geschichte, glaube ich, da glaube ich nichts von. Und die hat dann zufälligerweise früher bei dem Schauspieler Anton Saint-Lavey in der Kirche Satans da rumgespielt, das, dann ist es doch eine Schauspielerin. Die könnte doch nach Hollywood fahren, ja, und die müsste doch nicht auf so einer dreckigen Ranch da rumhängen mit einem 80-Jährigen und also, die könnte auf einer hübschen, die könnte doch in Hollywood rausgehen, was weiß ich, wackelt ein bisschen mit ihrem Hintern und dann bräuchte die doch nicht in der Wüste zu leben, hallo? Wie bekloppt sollen die Leute sein? Die sollen erst da unter Drogen stehen, also ich glaube, dass die Leute, die sowas glauben, auch unter Drogen stehen müssen. Ja, und dann ist sie angeblich ein wiedergeborener Christen, also was. Die Leute erzählen dir alles, wofür die Geld kriegen. Ja, am Ende weiß ja ein inner Gott, was überall gelaufen ist, aber diese ganze Welt ist sowas von voll Lügen, das ist ja nicht schön. Ja, das ist ihr Buch, ne? Kind Satans, Kind von Gott, ne? Ja, Gott hat kein Copyright. Ne? Das sind die 3 Engel links nochmal. 3 Engel für Charlie, mit demselben X auf dem Kopf wie Kurt Cobain und wie der Gegner von Bruce Lee in Game of Death und 1000 andere Sachen mehr. Es ist immer dasselbe. Ich habe ja auch aus diesem Buch Weird Scenes at the Laurel Canyon von Dave McGowan habe ich ja auch die Information, dass Steve McQueen ja früher in der Marine gewesen ist. Im Marinegeheimdienst sogar. Der hat, glaube ich, noch irgendetwas beschützt von dem amerikanischen Präsidenten sogar. Der hat seinen Ferrari für 2,3 Millionen verkauft, beziehungsweise sein Ferrari wurde verkauft. Er ist ja seit 1980 verstorben und das ist sein Kennzeichen, ne? 007. Muss natürlich ein Zufall sein. Der war zwar jetzt irgendwo im Marinegeheimdienst irgendwie, aber das ist natürlich ein Zufall, dass er 007 Kennzeichen hat, ne? Nochmal das Zitat von Bruce Lee. Wenn der Rolls-Royce kommt, dann weiß ich genau, was ich mache. Ich werde runterfahren zum Hafen, dann werde ich Roman Polanski und Steve McQueen auf dem Autotelefon anrufen. Und wenn sie mich dann fragen, woher ich da anrufe, sage ich denen, von dem Rücksitz meines Rolls-Royce und ich gucke mir gerade die Junken in Hongkong Hafen an. Also reden wir doch die ganze Zeit jetzt hier, dass es eine Verbindung gibt von Bruce Lee zu Roman Polanski, Rosemaries Baby und Steve McQueen. So, meiner Meinung nach stecken alle hier mit drin. Die Frage ist nur, wer wie. So, und im Fall von Bruce Lee würde ich jetzt mal erstmal vermuten, wohlwollend, dass er überhaupt von nichts etwas Ahnung hat und etwas weiß, weil er 24 Stunden am Tag beschäftigt ist, nur für sein Kung-Fu zu trainieren.
Wir reden doch hier von Hollywood, oder? Die freut sich ja sogar noch, wenn sie da jetzt ihr Gesicht in die Kamera halten darf. Also. Oh, wei. Er ist Direktor und Schauspieler, der Roman Polanski. Den kannst du doch nicht glauben. Und hat er dann auch einen Horrorfilm dann auch noch regissiert mit seiner Sharon Tate da? Ach ja. It's all a big ritual. Yeah, Abbey Road, Master Mason, MM. Alle stecken damit drin. Ja? Abbey Road, MM 33, MM ist die Beinhaltung. Ja, also skottischer Ritus, schottischer Ritus, ja klar, McCartney. Ja, und die Leute rätseln dann immer, die Menschen rätseln immer rum, von wegen jetzt hier, ja, ist der Paul tot oder sowas? Oh Mann. Na nee, gut, aber jeder glaubt halt, was er glaubt. Ne? Ich glaube an die Bibel und andere glauben an alles andere. Ne? Also ist egal, wie du das auch siehst. Ne? Also siehst überall den Symbolismus, Rot-Schwarz-Satanismus, überall bei Flash Gordon hier zum Beispiel. Es ist überall dasselbe, aber immer an verschiedenen Varianten und verschiedenen Verkleidungen. Die Beatles, ne, hier im in ihrem Ritus, ihren Riten jetzt hier drin, hat nichts mit den irgendwelchen Help-Symbolen zu tun. Das hat mit anderen Sachen zu tun. Wir reden doch hier von Freimaurern, wir reden doch hier nur noch von Profis. Crowdy steht dann auf einem Album von Sgt. Pepper's, ist immer dasselbe. Ja, was sollen die denn sein, die Leute? Die haben doch alle dieselbe Idee. Die wollen doch alle nur reich und berühmt sein und dann sind sie eben in irgendwelchen Orden drin und so weiter und tun das, was sie sollen. Ich bin auch nicht mal davon überzeugt, dass sie ihre eigenen Lieder geschrieben haben, zumindest nicht alle davon. Ja, also Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band heißt dann zu Deutsch die Teufelsband der einsamen Herzen. Ein Augesymbolismus. Heißt eben nicht Help, sondern Njöf. It's so hilarious. Ja. It's so hilarious. Ja, hier hast du auch die Koffersymbolik drin, was auch eine Anmerkung sein kann, habe ich jetzt hier nicht gesagt in Englisch. Kann sich auf den Osiris beziehen, der da im Koffer dann halt ist, ne? Also auf jeden Fall auf einen Ritus. Hilarious. Ja. Aber die sind auf jeden Fall süß und unschuldig. It's an innocent boyband, right? Ja, die Beatles und ihr Revolver-Album, wenn dann John Lennon erschossen wird mit dem Revolver, angeblich da von dem Mark David Chapman. Mhm. Manu Kanuta, The Devil's. Ja, David Teufelshörner bei Yellow Submarine, eins der Häuser, der Absteigen hier von Charles Manson hieß auch Yellow Submarine. Ach komm, 666-Symbole, ach immer dasselbe, das komm, mach weiter, spul mal weiter vor hier. Ja, es sind immer dieselben Leute. Immer dieselben Leute. Die erzählen dann, das sind dann irgendwelche asiatischen Kraftzeichen und Madras und Mudras und all sowas. Mhm. Ziggurat-Pyramide. Ja, ja. Crowley hier hinten links, da. Ne? Nicht verwechseln, ist jetzt hier nicht. Teddy Savalas ist Aleister Crowley diesmal. Mochte die Beatles irgendwie nie. No, neither did I. Fand die immer völlig überbewertet. Yeah, the Beatles, Sexy Sadie can also be, das Stück Sexy Sadie von den Beatles kann sich auch auf die Susan Atkins beziehen, die ja angeblich da die Morde da auch mitbegangen hat, da bei Sharon Tate und so weiter. Ja, Hongkong ist doch jetzt noch unter der Herrschaft von den United Kingdom von England, zu der Zeit, wo der James Bond rauskommt. Also ist es doch zu vermuten, dass in Hongkong das jetzt auch so in den Dreh rum rauskommt, 12. Juli 73. Of the new James Bond. Der neue James Bond. Offiziell 8 Tage in dem Vereinigten Königreich vor dem Tod von Bruce Lee. Also hat doch keiner mehr geredet über George Lazenby. Alle wollten doch den neuen James Bond sehen. Hallo? Das ist doch ganz logisch, oder?
Tja, bei dem Herrn Charles Manson, da war anscheinend sein Vater auch irgendwie in der Armee gewesen, aber wie gesagt, und war auch Mitglied einer Loge, also Freimaurerei. Ach ja, wenn das stimmt. Sharon Tate's Papa ist Armee, Charles Mansons Papa ist Armee. Da gibt da keine Zufälle. Paul McCartney läuft ja auch noch barfuß rum, das ist auch schottischer Ritus. Ach, also echt, überall sehe ich das. Es gibt also immer noch keine Bilder von George Lazenby zusammen mit Bruce Lee und deswegen darf ich das ja mindestens anzweifeln. Aber der Herr Lee hat eben nicht in dem Film mitspielen wollen mit Elvis Presley, den man ihm wohl angeboten hat, laut Tom Bleeker, aber er war mehr daran interessiert, die Rolle von dem Leutnant Hip zu spielen in dem Film Der Mann mit der goldenen, mit dem goldenen Colt, der falsch übersetzt ist in Deutsch. David Carradine, den kennen wir ja aus dieser Serie Kung Fu und also auch als sein Gegner von Uma Thurman in Kill Bill, der hat gesagt, Mensch, also ich habe mir den Film angeguckt mit Bruce Lee und wir treten an gegen den James Bond der Kampfkünste. Sagt jetzt jemand, der dessen Vater zusammen mit Bruce Lee gespielt hat in der Grünen Hornisse und gleichzeitig auch noch in der Geheimorganisation OTO ist. Das hat sein Direktor gesagt, habe ich jetzt hier, und er hat gesagt, nee, wir kämpfen gar nicht gegen den James Bond, wir kämpfen gegen den James Dean, den Martial Arts der Kampfkünste. Was lustig ist, weil Bruce Lee ja wohl selber mal so eine Persiflage auf James Dean war im Kino. So, und dieser Mensch, der das gesagt hat, der James Bond der Kampfkünste, hat sogar einen Emmy gekriegt. Und er war noch der originale Regisseur von dem Zauberer von Oz, aber naja. Wir haben ja eben über die 39 Stufen gesprochen und über den Leben und Sterben lassen mit dem fehlenden kleinen Finger. Ich habe hier einen Bericht gesehen, dass diese Autos mit der Endkennung 33 der japanischen Mafia gehören. Das fand ich dann wieder mal sehr, sehr passend, ne? 33, so wie Freimaurerei eben. Dieser Mann sagt jetzt hier, Mensch, also wenn du diese Autos siehst, dann nimm die Beine in die Hand, ne? Renn einfach weg. Ne? Wenn du ein Kennzeichen siehst, das eben 333 hinten heißt oder 3333, du konntest diese Nummern nicht jetzt irgendwie bestellen und so weiter. Aber das hat eben mit den japanischen Drachen zu tun. Die haben drei Krallen. Ja, und wenn du dann also solche Tattoos und so weiter dann hast, dann weißt du Bescheid, mit wem du da zu tun hast. Ja, in japanischen Kultur sind es eben dann mit drei Krallen. Oder wenn du halt eine 666 hast, dann weißt du, das sind eben nicht die guten Jungs, ne? Hat er jetzt hier zwar nicht, aber das ist auch hier ein Leichenwagen. Ja, da hast du mal die Drachen jetzt hier. Ja, derjenige, der das Auto von Kennedy hat verschwinden lassen, Lee Iacocca, hat dann kurz darauf den Ford Mustang präsentiert, mit dem er dann einen Riesenhit gelandet hat. Und später war er dann mal Vorstandsvorsitzender, wie ich jetzt weiß. Und er war eben Knight of Malta, der war eben Kreuzritter-Nachfahrer, ne? Der war eben genau in diesem Zirkel drin. Werden die Leute eben dann halt belohnt. Und dieses Auto von ihm kam dann sofort in dem James Bond von 1964. Ja, falls du jetzt die 007-Episode nicht gesehen hast, das ist eben genau diese Aufnahme, wo der Chauffeur sich rumdreht und mit seiner linken Hand über die Schulter dann zielt und dann den Passagier hinten rechts umbringt. Genau wie in der Freimaurer-Geschichte eben dann der Fahrer William Greer eben dann angeblich den Kennedy erschießt, ne, was viele glauben. So, und jetzt haben wir eben genau hier den Film 1974 mit James Bond, Roger Moore, 1974 jetzt, ein Jahr nach Bruce Lee, wenn man so will, und jetzt haben sie auch etwas mit Karate und Kampfsport zu tun plötzlich. Aber 1974 ist eigentlich die Handlung des originalen Romans, hat eben in der Karibik zu tun, aber plötzlich haben sie das jetzt verlegt nach Hongkong. Warum? Ja, weil Hongkong eben jetzt die Nummer 1 war wegen Kung Fu und der ganzen Wahnsinn, der darüber kam. Und der Sheriff heißt auch noch da Pepper. Ich denke, ach nö. Und angeblich hätte da der Bruce Lee eine Rolle bekommen.
Und da steht auch hier in dieser Beschreibung von diesem Film nicht nur drin, dass es in der Karibik ist, sondern dass eben doch Scaramanga dann ihn nicht umbringt und so weiter. Aber er hätte dann also eine Waffe, die genug Durchschlagskraft hätte wie ein Schlangengift, das ein Pferd umbringt. Ich denke, aha, Schlangengift. Aber Bond erwidert das Feuer und erschießt ihn dann fünfmal. Fünf ist klar. 1974 machte die Eon-Produktion den neunten Bonds-Film, leicht basiert auf der Novelle. Der Film hat eben Roger Moore als Bond und den Cousin von Ian Fleming, Christopher Lee, als Scaramanga. Der Film hat sich wegbewegt von Jamaika zum Fernen Osten und hat eben aus dem Martial Arts Gebiet da eben sich Anleihen genommen. Das war sehr populär in den 1970ern. Es gab auch Anleihen an die 1973 Energiekrise, was man sich mal sieht, dass es also alles eine politische Ebene hat. Ja, Steve McQueen sagt ja auch wieder schottisch irgendwie aus, ne? McQueen. Kommt aus dem schottischen Gälischen, ne? So, der Herr Christopher Lee hat hier ein komisches Hobby in diesem Film von über James Bond, dass er dann also so ein Anwesen hat, wo Leute sich mit ihm messen dürfen als bester Revolverschütze. Und er hat eine Prämie von 1 Million Dollar, aber jetzt pro Auftrag. Und er hat interessanterweise jetzt einen Spiegelraum. Und das hat natürlich jetzt den nächsten Zufall zur Folge. Und deswegen kann er auch nicht an seine Waffe, denn es sind so viele Spiegel, dass man gar nicht mehr weiß, was jetzt die Realität ist und was nicht. Nochmal, das ist kurz nach dem Bruce Lee-Film Enter the Dragon. Und der Film spielt ja jetzt mittlerweile im Fernen Osten. Und jetzt wird dann noch direkt Hongkong und Macau jetzt direkt benannt hier. Nicht nachher, dass das Hydrofoil irgendwie eine Anspielung ist auf Hydrochlorid, aber man weiß ja nicht. Ne? Das ist Britt Ekland, eine schwedische Schauspielerin. War die Frau von Peter Sellers, Freimaurer, der in Shot in the Dark mitgespielt hat. Ein Researcher, den ich da gelesen habe, behauptet, sie wäre jetzt auch im britischen Geheimdienst. Und den Film hat dann auch gedreht, beziehungsweise Regie geführt, Blake Edwards, der wiederum der Unterstützer ist von Tom Bleeker. Ist eben alles nur eine große Familie. Da haben wir die Rolls-Royce. Sind ja in Hongkong. Ist ja eben das Symbol des absoluten Luxus. Ah, Mono 7 hat gesagt, das ist ein grüner Rolls-Royce gewesen. Da gibt es nicht viele von in Hongkong bestimmt. They are all courtesy cars, also sind alles so angestellte Autos und so weiter, die dem Hotel gehören. Next one's coming up. Okay, there was lost for words, obviously. Yeah. So, hier haben wir den Stripclub, wo jemand als Ginger Ale jetzt hier bestellt. Ginger Ale oder Ginger Beer ist dann angeblich von Bruce Lee dann genommen worden beim letzten Mal. Und hier finden wir auch zum ersten Mal den Inspektor Hip, Mr. Hip. Und das ist jetzt eben der chinesische oder asiatische Darsteller, der da ist eben den lokalen Inspektor jetzt da spielt, Inspektor Hip. Hip HIP. Das passiert alles in dem goldenen Drachenclub, Golden Dragon. So, CEO. Hat irgendwas mit Juwelerie zu tun, Juwelen. So wie Golden Harvest, goldene Ernte. Ja, rechts auch wieder mit einem Schachbrettmuster hier. Ja. Ja, und Satan ist eben der Gegenspieler, also dreht er alles rum, also hinten hoch, also der Hintern hoch, also alles umgedreht. So, und hier haben wir den goldenen Drachen. Und das ist Inspektor Hip, oder schon nicht Inspektor, Entschuldigung, Lieutenant Hip,
Also Leutnant Hip. Von der Statur, vom Alter her und alles ist er dann relativ nah dran bei Bruce Lee. Also Bruce Lee hätte diese Rolle spielen wollen. Ja, und dann wurde ihm gesagt, Mensch, nimm den Bond mal hier mit in die Schule. Oder zur Schule. Es ist keine normale Schule, sondern eine Karate-Schule. Und man sieht schon in dieser Einstellung hier, dass die da absichtlich daneben treten und schlagen und so weiter. Und dann am Ende siehst du Mr. Scaramanga, der wieder so eine Art Laserkanone hat. Mann, immer dasselbe. Er hat mich doch sehr stark an Goldfinger erinnert. Oder halt Jacqueline Kennedy, Dynamite and a Laser Beam, also Dynamit und ein Laserstrahl von Killer Queen. Oder hier halt diese Geste, die bedeutet, pst, keine Geheimnisse verraten, eine Geste von Harpo, Harpokrates. Achso, und ihr habt jetzt hier den Ein-Auge-Symbolismus direkt links in der Spirale da und rechts habt ihr eben diesen komischen Gang da mit diesen komischen schrägen Türen. Erinnerte mich doch sehr stark an dieses Buch The Doors of Perception von Aldous Huxley, glaube ich, war das, der über seine Drogenexperimente da gesprochen hat oder geschrieben hat, besser gesagt. Und The Doors heißt ja auch diese Band, die sich dann nach dem Jim Morrison dann halt da The Doors genannt haben. Sein Vater hat von The Doors, Jim Morrison war dann wieder ein Kommandant in Vietnam gewesen, alles, also alles wieder am Vereinigte Staaten Armee. Ich habe auch gedacht, das sieht aber so ähnlich aus wie das Buch, den Buchtitel, das Buchcover. Ja, da, das ist das, was ich meinte. Ja, es ist ähnlich, ne? Ist nicht gleich, aber ist ähnlich. Macau bedeutet eben die Anlaufstation der Jesuiten auch und da auch, wo das Bruce Lee-Paradies auch ist. Ja, Peter Lawford ist auch so einer der zwielichtigen Gestalt im Hintergrund bei der Kennedy-Geschichte, bei der Schwiegersohn gewesen ist von Kennedy. Schwiegersohn, Brother-in-Law, ist das Schwiegersohn? Schwager, Entschuldigung. Und hier steht also auch der Freimaurer Peter Sellers jetzt hier benannt. Also du hast nur mit Freimaurerei zu tun. Und das ist meiner Meinung nach so eine totale Verunepipelung von dieser Sequenz in Enter the Dragon, wo Bruce Lee ja zuerst diesen Schüler abstraft und sagt, du darfst niemals deinen Gegner aus den Augen lassen, auch nicht beim Verbeugen, und macht es dann aber selber, wenn er sich verbeugt vor dem Bob Wall, vor O'Hara. Also, naja. Und ich glaube, das ist genau diese Szene, die da jetzt aufs Korn nehmen in dem James Bond Film. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Never take your eyes off your opponent. Never take your eyes off the opponent. Yeah, and so we now come to the fight of Bruce Lee and O'Hara. And this is the same movie. Yeah, it's the same movie, yes. Selber Film, ein paar Minuten später. Und ich glaube, darauf bezieht sich eben der Mann mit dem goldenen Colt.
Ian Fleming. Also Christopher Lee ist jetzt ja nicht nur verwandt mit dem Autor Ian Fleming, der die James-Bond-Reihe quasi erfunden hat, sondern der ist ja noch in einem Geheimdienst auch noch, genau wie Ian Fleming. Und der Schauspieler, der hier den Inspektor oder Lieutenant Hip jetzt hier spielt, anstelle von Bruce Lee, hat auch natürlich wieder in einem Film gespielt mit Robert Wagner und Stephanie Powers, wo es darum geht, hart zu hart, also hart aber herzlich, in Macau eine Triadenbande da zu stoppen. Oh, ich denke, nein, es gibt ja kein anderes Thema mehr. Und er hat sogar noch 1988 dann wieder einen Film gespielt, wo es dann auch wieder mit den Triaden zu tun hat. Also langsam hängt mir das Thema echt zum Hals raus. Also alles, was mit Hongkong und Macau zu tun hat, kann nur Triaden sein und Drogen. Ja, die Laserkanone ist auch ungefähr gleich zu der Laserkanone jetzt in Goldfinger. Ist ja eh alles fake. Ja, dieser Mensch hier, der Willard Chase, hatte eine Beziehung mit einer Schauspielerin und hatte auch ein Zuhause im Laurel Canyon. Ich denke, oh, das kann da jetzt langsam nicht mehr wahr sein. Im Alter von 50 hat er wohl zuerst durch ein Glas geschossen und dann eben seine Freundin aufgeweckt, bevor er sich selber erschossen hat. Also irgendwie alles ganz komische Geschichten da. Er sagt, er hätte also jetzt konstante, langfristige Gesundheitsprobleme gehabt, weil er immer so chronische Schmerzen gehabt hat wegen seinen internen Organen. So, diese Geste hat mit dem Gott des Schweigens und der Geheimnisse zu tun, Harpokrates. Und hat dann auch eine Auswirkung für die Freimaurerei und natürlich von anderen Sachen. Also das kennt man ja schon von den Kindern, die sagen, pst. Aber das hat eben auch diese heidnische Götter-Thematik da. Oh, kein Wunder, dass so ein Typ, der sich dann Harpo nennt, nicht Harpokrates, dann auch ein Riesenhit landet mit Movistar, ne? Filmstar, ja. Darf auch nur nicht aus seinem Frame rausgehen, wie man hier sieht, ne? Ja, und er sagt ihm dann zum James Bond, wenn du den umbringst, dann ist alles meins, gehört alles mir. Also geht es sich ja wieder nur um Egoismus und materielle Dinge. Ja, und hier Timothy McLeary, der LSD-Drogen propagiert hat, der angeblich aus dem Gefängnis befreit worden ist, klar, musst du alles glauben. Der hat dann auch mal ein Album gemacht mit der Gruppe Ashra über 7-Up. Mhm. Und 7-Up ist so das Getränk gewesen, das Bruce Lee zuletzt gekriegt hat. Paul Heller von Warner Brothers sagte, ja, der hat schon seinen Rolls-Royce Cornish dann da geordert. Der wusste schon, dass er berühmt werden würde. Und ich glaube, das Problem, was er dann in Hollywood hatte oder gehabt hätte, ist, dass er eben nicht der Hierarchie dann da gehorcht, sondern eigentlich dann der Größte sein möchte. Da sieht man ja schon mal wieder, die Hierarchie in Hongkong hat ja sehr stark mit Statussymbolen zu tun. Ja, wenn ich einen Golden Rolls-Royce habe, dann will ich halt über andere mich erheben. Ne? Ja, wenn man halt nur hinter den materiellen Dingen her ist. Ne? Sein Freund Charles Lowe hat ja wohl gesagt, wenn ich ein großes Studio hat, hatte der Bruce Lee gesagt, dann, wenn ich ein Millionär bin und so weiter, dann habe ich auch Zeit, zur Kirche zu gehen. Dann weiß der schon mal wieder, wen der anbetet. Ich denke, der hätte gar keinen Rolls-Royce sich da besorgen sollen, sondern einen Jensen Interceptor. Denn Jeet Kune Do heißt der Weg der abfangenden Fist und Interceptor heißt eben der Abfänger. Also the way of the intercepting fist und dann wäre halt der Interceptor das Richtige gewesen. Lee war ja auch im Gespräch für die Rolle von Leutnant Hip in dem Mann mit dem goldenen Colt. Und das hätte ihn auf jeden Fall zum Superstar gemacht, wenn dann also plötzlich ein Chinese da mit der Held sein darf, in einem James-Bond-Film 1974. Ich denke, man kann sich vorstellen, dass das jetzt hier auch Bruce Lee hätte spielen können. Wenn du in das originale Buch eingehst von Ian Fleming über den Mann mit dem goldenen Colt, dann ist da das Wort Hip zwar benutzt, aber das steht da jetzt nicht in dem Zusammenhang mit einem Lieutenant oder mit einem Mitarbeiter, sondern nur als Hip, also als Hüfte, H-I-P. Lieutenant Hip was being a kind of a reference to Bruce Lee?
Also kann es sein, dass Lieutenant Hip irgendetwas in der Richtung Bruce Lee andeutet? Ja, aber ich habe es nicht gezeigt, ich denke. Okay. So, soon Taik Ok as Lieutenant Hip wants local contact in Hong Kong and Bangkok. Soon Taik Ok trained in martial arts. So, der Schauspieler hat dann für Kampfsport trainiert für diese Rolle. Und es gibt ein Zitat von Bruce Lee aus 1972 aus The Way of the Dragon, der Weg des Drachen. Du musst nur deine Hüfte reinlegen. Put your hip into it. Und ich denke, das ist der hundertprozentige Hinweis, dass es da etwas mit Bruce Lee zu tun hat. Das war auch noch in Rom hier. Also es war gedacht, es soll so aussehen, als wenn es in Rom ist. In 6 seconds. How do you develop any power? By putting your whole body behind it, like this. Put your hip into it. Put your hip into it. There we are. Yeah. The hippies, you see that. Leg nur deine Hüfte rein, also so wie Hippies. Sorry, Lieutenant Hip. Lieutenant Hip, ja klar. It's a Chinese character, you see. Also sie haben da keinen Hippie genommen für die Rolle 1974, sondern einen Asiaten und da ist der Lieutenant Hip. Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit Bruce Lee zu tun. Und ich glaube, dass da auch noch ein Dr. Wu irgendwo mitgespielt hat. Das wäre dann so derselbe wie der Nervenarzt da an dem besagten 20. Juli. Aber jetzt, glaube ich, haben wir auch echt genug über diesen Fall da geredet. Jetzt kommen wir bald zu den Lösungen. Oder zu meinen Lösungen zumindest. But that would be the part of Bruce Lee. And it's no coincidence. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass also genau auch jetzt der Bruce Lee hier im Anzug bei einem distinguierten Europäer sitzt, der wo Bruce Lee jetzt als Geheimagent quasi arbeiten soll, um Hans Drogenlabor da auffliegen zu lassen in dem Film Enter the Dragon 1973. Weil er nichts anderes da spielt als einen James Bond quasi. Was soll das denn für ein Geheimdienst sein, den er da spielt in Hongkong? Hongkong war dort zu der Zeit immer noch unter der Administration vom Vereinigten Königreich, also kann es doch nur MI6 James Bond sein. So, the British Secret Service. So, he's playing James Bond. But of course it would have been a great test to just switch the suit, which is very close here, I think, even in the color, yeah, to play then in a real James Bond movie. So, but Enter the Dragon itself is a Chinese James Bond movie. So, und damit hat er doch jetzt hier der James Bond seine Chinese James Bond Bruce Lee Geschichte, die er doch 1965 Linda schon in den Brief geschrieben hat, China James Bond. Das ist er doch dann gewesen, 1973. Alle möglichen Leute haben ja diesen James Bond von 1974 gesehen und die fragen sich die ganze Zeit, wieso hat denn jetzt der Lieutenant Hip jetzt ihn da alleine gelassen nach dem Kampf? Das hat doch mit Enter the Dragon hier zu tun. Du siehst auch, dass er ihn gar nicht erwischt. Also. Na? Ist ein bisschen zu weit weg. Ich hätte mir dann andere Kamerapositionen ausgesucht, die ein bisschen glaubhafter sucht, aber. Can't touch this. Faced with all the enemies in the karate school, which is very interesting because Bruce Lee had some kung fu schools. And then he got the so, und dann hat er dann Hilfe gekriegt mit den restlichen Gegnern von den Mädels dann da. In that movie. So, die mischen da die ganzen Gegner auf und so. Die Gegner bleiben natürlich stehen und so, klar. Und dann kommen also die ganzen möglichen Leute da aus der Schule gerannt und jetzt muss der James Bond verduften. Aber was machen jetzt die Mädels? Ja, die lassen ihn einfach alleine. Und niemand weiß, was das also jetzt bedeutet. Also auf jeden Fall steht er jetzt ganz alleine da und da ja James Bond ist, ist es ja kein Problem für ihn, er kann ja mit der ganzen Welt sich anlegen. Dann rennt er jetzt einfach da zum Hafen oder zum Fluss und kapert da jetzt einfach da ein Motorboot. Aber trotzdem ist das ja nicht nett, ne? Vielleicht kann ja jemand die Frage beantworten. Inzwischen kann ich mir die relativ beantworten, aber ich will die jetzt nicht beantworten.
Bruce Lee is leaving an agent of the Secret Service behind him. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Bruce Lee eben dann einen Agenten des britischen Geheimdienstes einfach im Stich lässt. Er könnte das sein. Vielleicht heißt es auch, dass Bruce Lee gar nicht da jetzt kooperieren wollte. Vielleicht ist es dann auch ein Hinweis dafür, dass er lieber, keine Ahnung, ja, wir können das ja nicht alles auflösen hier. Ich finde das einfach nur diese Anhäufung von Zufällen nicht zufällig. Ob das jetzt geht über den James-Bond-Film 1969 mit diesen Viren, die über die ganze Welt dann da getragen werden, mit der bakteriologischen Kriegsführung, dass Menschen unfruchtbar gemacht werden sollen, oder ob es jetzt hier darum geht, Szenen aus dem Bruce Lee-Film Enter the Dragon nachzuspielen mit dem Tritt und mit dem Verbeugen, ob es jetzt darum geht, dass man jetzt plötzlich in dem James Bond von 1974 auch noch einen Spiegelraum hat. Ja, es gibt so viele Augenfälligkeiten. Der Mann, der die Musik dann gemacht hat, ist John Barry, derselbe Mann, der natürlich dann die Musik gemacht hat, 4 Jahre später für Game of Death, den letzten langen Film von Bruce Lee und so weiter und so fort. Und erzählt mir doch bitte nicht, dass also jetzt die Produktion von Game of Death von 1973 bis 1977 gebraucht hat. Also da haben wir garantiert noch ganz andere Sachen eine Rolle gespielt, Gerichtsstreite und dies und jenes und alles. Aber ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir wieder weiterkommen in dieser ganzen Untersuchung. Ich zeige euch einfach jetzt hier den Weg, den ich gegangen bin. Das ist keine Studie für jeden und für alle. Es war halt einfach jetzt mein Abschluss für diese ganze Videogeschichte. Die Michelle Yeoh, Chu Ken, ist auch so eine Kandidatin, die hat also dann 1990 in Hongkong in Filmen dann halt da gedreht und ist dann also nach den Vereinigten Staaten gegangen und ist dann also als Bond-Girl besetzt worden sozusagen in dem Film Tomorrow Never Dies. Und damit hat sie halt einfach ihren Welterfolg gehabt. Das heißt also, Michelle Yeoh hat eigentlich das gemacht, was Bruce Lee nicht geschafft hat. Also, das sind jetzt hier die ganzen Zufälle gewesen mit Bruce Lee und James Bond. Und vielleicht sehe ich euch ja demnächst wieder, wenn ihr euch wieder erholt habt von dieser Sendung. Dankeschön und ja, vielleicht bis demnächst.